In der fruchtbaren Rheinebene, die schon seit der Römerzeit landwirtschaftlich genutzt wird, findet man im Rhein-Erft-Kreis direkt an Köln grenzend Schlösser und Burgen von hohem Niveau. Das Schloss Gracht war über 400 Jahre lang der Stammsitz der Wolf-Metternich zur Gracht. Ursprünglich war es ein Nebenhof des Hauses Buschfeld. Im Jahre 1426 wurde Hermann von Buschfeld mit einem Hof, genannt die Gracht, belehnt. 1542 ging das Gut durch Heirat von Katharina von Buschfeld in den Familienbesitz der Wolf-Metternich über. Sehenswert ist unter anderem auch der Schlosspark mit seinen Mammutbäumen und kleinen Seen. Schloss Lörsfeld wurde erstmals 1262 urkundlich erwähnt. Das heutige Schloss entstand in wesentlichen Teilen Ende des 15. Jahrhunderts. Verschont vor Zerstörungen durch Kriege, ist es heute ein eindrucksvolles Beispiel für die Backsteinbaukunst der frühen Neuzeit. ...1230 wurde die Vogtei Paffendorf erstmals urkundlich erwähnt. Das ganz in Backstein und im Renaissance-Stil ausgeführte und noch heute vollständig von Wassergräben umgebene Schloss wurde zwischen 1531 und 1546 erbaut. Im 18. Jahrhundert erfolgte ein Ausbau mit neugotischen Elementen. Sehenswert ist hier auch der Wassergraben, der aufgrund von Wasserpflanzen tiefgrün schimmert. Die Burg Bergerhausen in Kerpen diente den Erzbischöfen als Sicherung des Grenzraumes Blatzheim im Hoheitsgebiet der Stadt Köln. Die Burg war seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Rittersitz und wurde im Laufe der Zeit mehrmals zerstört. Umrahmt von einer großzügigen Parkanlage wird die Burg Bergerhausen heutzutage für Empfänge genutzt. Eine Besichtigung ist aber zu jeder Jahreszeit empfehlenswert.